Ja, einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen an Tag 2 der Medientage München zum TV-Gipfel. Sie sehen es, die Bühne ist voll und dicht besetzt mit der geballten Kompetenz des deutschen Fernsehens und Streamings. Es gibt auch viel zu besprechen. Wer bezahlt das Premium-Programm von morgen, ist die Frage, die wir uns heute stellen wollen, weil, das ist Ihnen allen hinlänglich aus dem eigenen Alltag bekannt, alle gängigen Erlösformen, die Fernsehen und Streaming so klassischerweise finanzieren, sind sehr stark unter Druck. Die Werbekonjunktur ist eingebrochen, das Abo-Wachstum bei den allermeisten Streaming-Plattformen hat sich zumindest etwas abgeflacht im Vergleich zu noch vor ein paar Jahren und selbst der Rundfunkbeitrag für die Öffentlich-Rechtlichen, da ist auch nicht so ganz sicher, wie es da weitergeht. Also muss man sich die Frage dann doch schon mal stellen, wie die ganzen schönen Formate und Sendungen künftig finanziert werden. Darüber wollen wir in der nächsten Stunde mit diesen Gästen sprechen. Und ich fange mal an mit der Produzentin in der Runde. Dr. Silvia Rothblum ist bei uns. Ihnen natürlich langjährig noch bekannt aus Warner-Diensten, die Hollywood-Frau in Deutschland, aber seit diesem Jahr zur Ziegler Film München gegangen als Geschäftsführerin in den deutschen Produktionsmarkt. Und wenn wir immer über die Krise und über die Schwierigkeiten der Sender und der Plattformen sprechen in diesen Tagen, was bedeutet es eigentlich konkret für Produzenten? Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, da zu sein und dass so zahlreiche Zuschauer hier sind. Und es ist super spannend. Also ich habe eine interessante Zeit jetzt mit dem Wechsel erfahren. Wenn ich das gewusst hätte mit der ganzen Krise, weiß ich nicht, ob ich es auch gemacht hätte. Aber das Schöne ist, damit will ich gleich beginnen, ein bisschen Werbung zu machen. Heute startet die erste große Sebastian Fitzek-Serie auf Amazon. Die Therapie sechsteilig auf 250 Ländern in 35 Sprachen. Also da bin ich wieder zurück zu meinen Ursprüngen, zur großen Major US Warner Brothers und jetzt gibt es dazu noch Ziegler Film. Also das ist ein bisschen die gute Nachricht, um auf einer positiven Note zu beginnen. Aber natürlich große Herausforderung für alle Produzenten in Deutschland. Wie wir wissen, die goldenen Zeiten sind überall ein bisschen zu Ende. Dann gibt es noch die Streiks, dann gibt es die Werbekrise. Also man könnte diese Liste unendlich fortsetzen. Aber ich kann eine Sache sagen, und das ist jetzt meine Erfahrung. Es geht jetzt um IP, IP, IP. Wichtiger als je zuvor. Es geht um Allianzen. Man arbeitet nicht mehr gegeneinander, sondern miteinander. Da werden meine Kollegen auf der Bühne viel mehr auch dazu zu sagen haben. Also das vorerst mal so meine Eindrücke. Personell zieht sich das hier quasi wie so ein roter Faden auf dem Panel durch, dass wir viele bekannte Gesichter in etwas neuen Funktionen haben dieses Jahr. Das gilt nämlich auch für Oinki Park, die inzwischen eben seit Juli aufgestiegen ist zum Country Manager, also vereinfacht gesagt zur neuen Deutschland-Chefin von Disney. Was ist das für ein Gefühl ausgerechnet in diesem schwierigen, turbulenten Jahr sozusagen die Nummer eins ja auch in der Verantwortung zu werden? Vielen Dank für diese nette Introfrage. Also ich freue mich auch hier zu sein. Ich muss erst mal sagen, gigantisches Setting. Ich freue mich sehr, viele bekannte Gesichter zu sehen. Thorsten weiß es, ich liebe Marktherausforderungen. Ich finde das eine wahnsinnig tolle Zeit, weil ich finde, das ist genau wie du gerade gesagt hast, Silvia, die beste Zeit, dass wir als Branche noch mal enger zusammenrücken, mehr Allianzen, mehr Partnerschaften schmieden, nach vorne schauen und sagen, was können wir daraus machen und immer wieder, das ist glaube ich das, was wir alle gelernt haben, stärker wieder rausgehen, als wir reingekommen sind und da freue ich mich sehr drauf, zu deiner Frage jetzt anzutreten. Ich kann nur sagen, es ist ein absolutes Privileg, mit so einem sensationellen Team zu starten. Wir hatten unser bestes Kinojahr, ich mache jetzt auch kurz Werbung, gell? Bestes Kinojahr ever. Da kommen wir jetzt nicht mehr raus. Und auch, wir sind ja hier auf dem TV-Gipfel, auch unser TV-Sender hatte tatsächlich, wir haben gerade Traumquoten, also für alle, die hier Mediaagentur hier, ne, sind ja auch ein paar, gerne buchen. Und nächste Woche, wenn wir zu Erlösen kommen, wir launchen jetzt gerade Disney Plus mit Werbung.
ab nächster Woche. Das heißt, auch da geht es weiter und dementsprechend, ich glaube, es ist absolut die spannendste Zeit zu starten. Und ich freue mich auf den Austausch, auch mit euch allen, weil ich glaube, wie gesagt, in der Zusammenarbeit liegt die Zukunft und ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren immer wieder bewiesen und freue mich drauf. Henrik Pabst ist bei uns, Chief Content Officer der 7-1 Entertainment Group, die große Konstante bei ProSiebenSat.1, wo in letzter Zeit doch sehr viel personelle Turbulenzen und Umbrüche zu vermelden waren. Henrik, was ist da aktuell los bei euch? Was ist die wesentliche Veränderung, die sich mit den Umstrukturierungen und den neuen Personalien von letzter Woche um dich herum ergeben hat? Also erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein kann in der doch sehr illustren Runde. Es hat sich gar nicht so viel verändert. An unserer Strategie hat sich nämlich gar nichts verändert. Wir sind noch konsequenter den Weg jetzt eigentlich gegangen und ziehen alles unter einem Dach zusammen. Das heißt, Joint-Contents, Sender-Contents aus einer Hand gedacht, damit wir über alle Plattformen hinweg maximale Reichweite erschaffen können. Und maximale Reichweite ist das Thema für ProSiebenSat.1 und an der Stelle vor allem digitale Reichweite. Wie können wir das Budget, was wir haben, so einsetzen, dass wir die Watchtime der Nutzer bei uns erhöhen und konstant weiter ausbauen. Und von daher haben wir über den Sommer den Konzern weiter restrukturiert, auch um Investments und mehr Investments in Content tätigen zu können. Und von daher ist Konstante ein nettes Wort, aber wir sind sehr positiv, dass wir nach vorne weiter wachsen. Ja, das tun wir auch gerade auf unseren Sendern. Wir haben kein leichtes Jahr gehabt, weil wir uns in einer Weiterentwicklung bei Sat.1 befinden. Bei Sat.1 sprechen wir weibliche, ältere Zuschauerinnen an. Ich sehe Wachstum in der Primetime in genau diesen Zielgruppen. 40, 64 funktioniert für uns dort besser als 22. Das ist gut. Vielleicht als Beispiel für alle, die immer auf unsere Exes zielen. Ich bin sehr glücklich über die Landärztin. Ja, es sind noch kleine Zahlen, aber es sind gesunde, die Landarztpraxis, für mich die Landärztin. Das sind kleinere Zahlen, aber die wachsen. Wir sehen wahnsinnig gute Abrufe auf Join. Wir sehen wahnsinnig starke First Takes da. Das heißt, das funktioniert. Und ProSieben finde ich an der Stelle erstmal einen Glückwunsch an Joko und Klaas und an die Florida für den Blauen Panther gestern Abend und an Joko an der Stelle für seine tolle... Ist übrigens nachher hier, das ist mein kleiner Werbeblock, 12.10 Uhr auf der Blue Stage. Dann Joko Winterscheid und Tim Melzer im Preisträger. Habe ich noch mal eine Zuschauerfrage wahrscheinlich. Ja. Und von daher erstmal da Glückwunsch und deshalb wird ProSieben weiterhin der junge Sender sein mit einer lauten, starken Stimme für die jungen Zuschauer. Und die jungen Zuschauer bin ich an der Stelle mit meinen 48 Jahren, weil wir bedienen sie noch. Ja. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Und dann vielleicht für alle, der Überschnitt zwischen Join und ProSieben, der ist immens. Und du beantwortest schon weiter alle Fragen, Henrik, die ich ja, gleich noch mich wollte. Und dann gehen wir gleich nochmal auf die Fragen ein. Aber deshalb, genau. Wenn du mich fragst, wie es uns geht es den Umständen entsprechend sehr gut. Das freut mich zu hören. Inga Leschik ist bei uns, im Frühjahr von Netflix zu RTL Deutschland gewechselt und dort seither Programmgeschäftsführerin von RTL und RTL Plus. Auch da bietet sich die emotionale Einstiegsfrage an, wie sich das anfühlt, Senderchefin zu werden in wirtschaftlich so herausfordernden Zeiten. Ich hätte es in jeder Zeit gemacht. Das ist mein absoluter Traumjob, was ich immer machen wollte. Von daher freue ich mich, jeden Tag wie ein Schnitzel ins Büro zu gehen und mir geht es mega gut. Und abgesehen von meinem persönlichen Glück geht es uns auch sehr gut. Wir stehen total gut da. Also RTL Deutschland läuft extrem stabil. Bei RTL selber haben wir einen riesen Vorsprung zum Vorjahr und ich weiß, was noch alles kommt dieses Jahr. Also das heißt, den tragen wir auch nach Hause. Und sind damit der einzige von 6 großen Sendern, der zugewinnt bei 14,59 und das sehr deutlich. Also das läuft super. Und wie gesagt, ich bin ja erst seit März da. Also das heißt, ich weiß, ich habe das einem großartigen Team zu verdanken, die einfach höllisch gut gearbeitet haben in der Vergangenheit. Und wir jetzt gemeinsam dann ernten dürfen, was die lange vorbereitet haben. Das läuft super. Dann muss ich sagen, mit Stefan Schmitter habe ich einen Wahnsinnschef, der nicht nur moralisch sehr wertvoll ist, also jeder, der ihn noch nicht kennengelernt hat, es lohnt sich, ein super Typ, ein super CCO. Auch das macht großen Spaß. Also ich bin im Glück. Und der Werbemarkt ist schwierig und das ist die Herausforderung. Aber wir konzentrieren uns auf das, was wir können, auf gutes Programm und machen das und bieten das an. Und irgendwann kommt der Werbemarkt auch wieder zurück und
Und dann ist es zu schön, um wahr zu sein. Andreas Priese ist bei uns, Deutschlandchef und Regional Director Central Europe von YouTube. YouTube hat gestern Quartalszahlen verkündet und ziemliche Rekordzahlen vermelden können. Daraus schließt sich für mich die Frage an, wie sieht es im hiesigen Markt aus? Werbekrise, war da was? Betrifft das YouTube oder seid ihr von der Entwicklung abgekoppelt? Erstmal freue ich mich, hier sein zu dürfen, in dieser wunderbaren Runde von vielen glücklichen Menschen offensichtlich. Das freut mich sehr. Wir haben im Vorfeld auch festgestellt, dass es nicht nur den Henrik als große Konstante gibt, sondern wahrscheinlich auch mich, weil ich das jetzt schon 15 Jahre mache. Wir haben bei Google so ein Tool, wo man messen kann, wie viele Mitarbeiter nach einem angefangen haben. Das ist eine relativ erschreckende Veranstaltung. Und wenn ich mich da eingebe, komme ich auf 98% ungefähr. Da zum Glück sich mein Job alle 2 Jahre geändert und das Produkt sich jeden Tag ändert, ist es nie langweilig geworden. Und ich glaube, es bleibt auch weiter spannend. Und das ist auch eine gute Überleitung, glaube ich, auf die Frage. Im Prinzip sind wir im gleichen Werbemarkt wie alle anderen und der Werbemarkt unterliegt den gleichen ökonomischen Rahmenbedingungen, unter denen wir alle gerade miteinander zu tun haben. Wir hatten schwierige Zeiten bei Google, das ging auch, glaube ich, ganz gut durch die Presse. Wir hatten zum ersten Mal Entlastungen, wir hatten jetzt ein gutes Quartal, was natürlich auch eine ganz tolle Sache ist. Aber die Herausforderungen bleiben die gleichen und die Herausforderung für uns als Plattform ist, relevant zu bleiben. Ja, und relevant zu bleiben sowohl bei Nutzern, bei Werbekunden als auch bei den Partnern. Und auf der Nutzerseite tut sich halt immer noch wahnsinnig viel. Der Shift Richtung Mobile Consumption setzt sich fort. Gerade bei der jungen Generation ist der Shift zu horizontalem Videokonsum von kurzen Videos in einem feedbasierten Angebot ein ganz großer Trend. Ja, das wissen wir auch, das haben wir gesehen. Von daher sind wir als Plattform immer gezwungen, darauf zu reagieren und sogar immer gezwungen, einen Schritt voraus zu sein. Wir haben YouTube Shorts gelauncht vor 2 Jahren, das funktioniert zum Glück sehr, sehr gut. Wir haben mittlerweile 2 Milliarden Nutzer, die das einmal im Monat mindestens sehen, bei 70 Milliarden Aufrufen. Aber das ist halt schon eine massive Änderung am Produkt gewesen. Auf der Werbepartnerseite, um dort relevant zu bleiben, geht es gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten darum, Reichweite kombiniert mit ROI, mit Ergebnis, mit Effizienz zu paaren. Ja, und das machen wir natürlich über Technologie. Wir machen das auch zunehmend mehr über KI. Wir haben KI-Tools, die helfen, Creatives einfacher zu gestalten, Kampagnen effizienter auszustellen und auch das Measurement zu verbessern. Und auf der Partnerseite als Plattform, die keine eigenen Inhalte hat, freue ich mich natürlich erstmal über die Marketingveranstaltung meiner Kolleginnen und Kollegen rechts von mir. Ich hoffe natürlich, dass in irgendeiner Weise diese Inhalte dann auch auf YouTube ihre Heimat finden, zumindest in Clips und Trailern. Aber wir müssen gegenüber unseren Partnern relevant sein. Das ist ganz entscheidend. Wir teilen ja Erlöse. Unser Modell ist, wir teilen Erlöse mit unseren Partnern in einer Welt, wo sehr viel wirtschaftliche Unsicherheit ist, heißt das auf verschiedene Erlösströme setzen. Also nicht nur auf Werbung. Wir haben jetzt im Juni ein Pay-Angebot gelauncht, was diese Diversifizierung von Partnererlösen ist. Man kann bei uns Shopping als Partner betreiben, man kann Digital Goods verkaufen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, das Geschäft auf mehreren Säulen aufzustellen und Optionalität für die Monetarisierung von Partnern zu bieten. Last but not least ist Katharina Behrens bei uns, General Managerin für die Dachregion bei Media for Europe, die gestern schon in unserem Strategiepanel zusammen mit PPF die jeweiligen Gruppenstrategien vorgestellt hat. Bei Media for Europe, Heimatmarkt Italien, bietet sich die Vergleichsfrage an. Die Werbekrise ist natürlich etwas, was nicht nur Deutschland betrifft, aber in Deutschland hat es besonders hart zugeschlagen. Wenn du, Katharina, mit deinen Chefs in Mailand sprichst, kennen die das Wort Krise auch? Wie sieht es im italienischen Markt gegenwärtig aus? Ja, also vielen Dank erstmal. Ich freue mich auch, hier mit vielen bekannten Gesichtern zu sein. Das ist wirklich Klassentreffen, das ist sehr schön. Die Herausforderungen sind überall gleich. Also man muss sagen, den deutschen Werbemarkt hat es ein bisschen noch mehr getroffen als den italienischen, spanischen. Trotzdem hat Media for Europe es geschafft, dieses erste Halbjahr ein verbessertes EBIT abzuliefern als im letzten Jahr. Und Grund ist, dass durch die europäische Kooperation mit Mediaset Spanien und Italien Synergien geschaffen wurden und das trägt wesentlich zu einem verbesserten EBIT dar. Ich komme auch gleich dann dazu zu unserer Strategie. Wir glauben an eine europäische Strategie, weil im Grunde ist es im Grunde so, im Moment sind die, in jedem Land gibt es einen großen nationalen klassischen Free-TV-Konzern, Medienunternehmen, aber die Konkurrenz ist jetzt nicht mehr im Lande, sondern hier unsere Nachbarn,
die globalen Tech-Giganten, wir haben ja gerade gehört, auf der Werbeseite, das ist ja die Konkurrenz. Und mit globalen Lösungen, mit globalen Tech-Investitionen, und das ist die einzige Chance, eine paneuropäische Strategie, um einfach die Investment zu poolen, Systeme zu vereinheitlichen auf der Technikseite. Und vielleicht eine Zahl, die ich ganz interessant fand, die das auch so ein bisschen verdeutlicht. Im Jahr 2022, nach ZAW-Rechnung, war das der Werbeumsatz Search Engine, also wesentlich Google, 5 Milliarden. Das ist ungefähr der gleiche Umsatz wie gesamt Fernsehwerbung und Radio. Also, und das ist die Konkurrenz. Und insofern glauben wir daran, dass es eine rein paneuropäische Strategie es schaffen kann, die globalen Tech-Giganten, unsere Konkurrenz sozusagen auf unsere Vorteile auszuspielen, das ist natürlich der lokale Content. Wie viele Märkte braucht es dafür, damit diese Strategie aufgeht? Wie viele Länder sollten sich da optimalerweise zusammentun? Also wir schauen uns opportunistisch in anderen Märkten um. Mediafirm strebt Zuschauerzahlen möglichst 100 Millionen an. Weitere Märkte sind natürlich interessant, aber wir sind jetzt erstmal zufrieden mit den Märkten, denen wir sind. Deutschland ist der wichtigste Markt für uns, der größte Werbemarkt, und wir sind sehr glücklich mit unserem Investment in ProSiebenSat.1. Henrik, seid ihr auch glücklich mit eurem Investor MFI? Ja, sind wir. Wir führen einen sehr gesunden Austausch. Wir haben Arbeitsgruppen gebildet, das ist, glaube ich, weitgehend bekannt. Wir gucken uns Synergien an, da wo sie sinnvoll sind, wo sie Sinn machen, um eventuell gemeinsam in Tech oder andere Investments zusammen zu tätigen. Völlig ausgelassen davon sind Inhalte, um das immer wieder klar herauszustellen. Die Gespräche mit MFE, in dem Fall mit Mediaset, zielen nicht auf inhaltliche Gespräche ab. Das wird auch so bleiben, weil das bei allem Buzzword Synergie einfach auch nicht sinnvoll ist an der Stelle. Ich habe gestern, Katharina, die Frage gestellt, die dir jetzt auch stellen werde, wenn es um Technologie-Zusammenarbeit und Vereinheitlichung von Plattformen geht, dann stellt sich mir automatisch die Frage, wer hat denn momentan die bessere Streaming-Technologie? Mediaset Infinity oder Joyn? Also was ist dann die Referenz für die künftige Zusammenarbeit? Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir auf der Streaming-Plattform im Tech zusammenarbeiten sollten müssen, weil wir erstmal beide eine gesunde Tech-Basis stehen haben und wir arbeiten kontinuierlich weiter an Joyn, um es unseren Nutzern so hinzustellen, wie sie es benötigen. Wir gucken uns eher im Bereich Ad-Tech-Lösungen an, um vielleicht im Bereich Programmatic TV weiterarbeiten zu können, dort Inseln zu schaffen, um den Werbetreibenden noch mehr Möglichkeiten zu bieten. Ja, vielleicht, oder anders, es ist auch richtig, sich politische Statements anzugucken. Wo macht es Sinn, vielleicht auch mal eine Tür zuzumachen Richtung Global Tech Giants oder zumindest in eine andere Diskussion zu kommen, um in Märkten vielleicht protektionistischer handeln zu können. Ja? Aber mit Blick auf die Streaming-Plattform sind wir im Moment nicht in Gesprächen. Gut, kommen wir von der Tech auf die Content-Seite. Oinki, ihr habt das erste Jahr, ich wollte gerade sagen hinter euch, aber es ist noch in vollem Gange, wir haben noch 3 Monate fast, in dem ihr deutsche Originals gemacht habt. Damit einen großen Aufschlag, ein großes steht noch bevor mit Deutsches Haus, der neuen Annette Hess-Serie. Welche Zwischenbilanz ziehst du nach diesem Jahr, in dem ihr versucht habt, eigene Inhalte zwischen die ganzen Marvel- und Star Wars-Inhalte zu setzen? Ja, also das ist natürlich, wir stehen noch am Anfang, aber das ist ja immer so das Spannende daran. Wir haben uns sehr, sehr viele Sachen angeschaut. Wie gesagt, das war natürlich auch das Jahr. Ich glaube, wenn man zurückrechnet, man muss ja immer überlegen, wann hat man angefangen, dann war natürlich gerade der Produzentenmarkt voll. Alle haben versucht, neue Produktionen auf den Markt zu bringen. Deswegen können wir sagen, wir sind sehr, sehr stolz und sehr happy mit dem, was wir jetzt erreicht haben. Wir haben mit Selma in Sachse gelauncht, war ja auch nominiert für einige Preise, einige stehen noch aus, also wir drücken da weiter die Daumen und muss noch sagen, für uns eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit. Wir haben einen ganz neuen Schauspieler entdeckt, der, glaube ich, also mit Malik Bauer, von dem wird man noch ganz viel hören. Und vor allem, worauf ich sehr stolz bin, ist, dass wir da eine neue Perspektive gezeigt haben. Das Gleiche gilt für Farm Rebellion. Ihr habt gestern, ich glaube, viele von euch haben Maria Furtwängler und Joko in ihren Jackets. Ich habe heute eine kleine
Reminiszenz an ihre Farbengar macht, gesehen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch neue Themen zu erzählen und andere Themen, die auch relevant sind für die heutige Zeit. Und das haben wir mit Farm Rebellion gemacht. Auch da sind wir heute Nachmittag für Nachhaltigkeit nominiert, also drückt uns die Daumen. Und wenn wir weitergehen, auch mit 3 Ausrufezeichen, da habe ich mir ein bisschen selber geholfen. Ich habe 2 Kinder im richtigen Alter, beides Mädchen. Da ich diese Dinger schon mitsprechen kann, dachte ich, da muss unbedingt eine Serie, das ist eine 15 Jahre alte IP. Also ihr seht einfach vom Genre, von der Range ist alles dabei. Und wie du gesagt hast, jetzt mit German House in 2 Wochen launchen wir von Annette Hess, die Kuda am Weißen See und so weiter gemacht hat, der Wannsee-Konferenz etc. Also wir haben da einfach eine ganz, ganz tolle Produktion am Start und auch da wieder geht es um den Perspektivwechsel. Also wir zeigen quasi Deutschland 1963, das waren die Frankfurter Prozesse, das erste Mal, dass eben Auschwitz aufgearbeitet wurde. Und wir zeigen das Ganze aber nicht so, wie man es immer kennt, so aus einer Perspektive, haben wir schon alle gesehen, sondern es geht quasi darum, dass eine junge Dolmetscherin, die ist Anfang 20, kann sich kaum erinnern und gar nicht erinnern, was damals war und lebt in einer Zeit, ich meine, auf der einen Seite, ich glaube, in Hamburg sind gerade die Beatles entstanden, also in Deutschland war ich eher dabei, sich es gemütlich zu machen und man sprach eigentlich nicht mehr darüber. Und sie wird in diesen Prozess reingezogen und entdeckt auf einmal eine ganz neue Perspektive auf das Thema, entdeckt auf einmal, was da passiert ist und entdeckt, dass jeder um sie herum, inklusive ihrer eigenen Familie, damit zu tun hatte. Und gerade in diesen Zeiten natürlich ein wichtiges Thema, auch neue Perspektive, neue Geschichten zu erzählen. Und deswegen so in Summe, bin sehr happy. Wir sind sehr, sehr, wie gesagt, immer noch auf der Suche nach tollen Projekten. Also wenn ihr tolle Projekte habt, meldet euch jederzeit. Aber auch da glaube ich sehr stark an Zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist auch ein Learning von uns. Wir sind sehr offen auch für Co-Produktionen jeglicher Form, auch zu deinen Erlösmodellen, über die wir ja heute sprechen wollen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig bei dieser ganzen Content-Vielfalt, die es gibt, immer wieder auch gemeinsam an neue Projekte ranwagen. Und ich glaube, die Zeit ist definitiv reif für auch neue Ideen, neue Zusammenarbeiten. Inhaltlich ist es fraglos ein starkes Line-up, was du gerade kurz beschrieben hast. Wie sieht es denn von der Akzeptanz, von der Nutzung her aus? Ich weiß, ihr seid traditionell mit Zahlen jetzt nicht so freigiebig und transparent, aber du kannst vielleicht zumindest mal eine Relation sagen, weil ich zumindest in meiner Vorstellung davon ausgehe, dass die allermeisten, die Disney Plus abonnieren, das aus anderen Gründen tun, weil ihr eben so starke, große, globale IPs habt. Haben da solche deutschen Originals eine Chance, Nutzung abzubekommen? Absolut. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Vielleicht fange ich mal erstmal an, mit welchen IPs wir zu tun haben, weil du hattest ja auch vorhin gesagt, IPs sind super wichtig. Es ist wichtig, glaube ich, eine Vielfalt im Programm zu haben. Und wenn wir jetzt auf Disney gucken, und deswegen meine ich auch, es ist wirklich ein Privileg, du hast 7 Kinostudios im, quasi im Kreuz, zusätzlich dazu ganz viele Fernsehstudios, also ABC gehört zu uns, Fox Studios, gehört, also FX gehört noch, zu uns, etc. Noch. Ja, ja. Ach so, ja. ABC ist, steht doch zum Verkauf, oder? Seit 30 Jahren, ne. Wir sind ganz glücklich, wir sind ganz, also von daher, auch da sind wir einfach von der Content-Fülle her, wir haben National Geographic, wir haben Pixar, Marvel, Star Wars etc. Also ihr seht, das sind natürlich IPs und deswegen ist deine Frage schon berechtigt. Haben lokale Produktionen, was bringen die? Und das ist genau das, wo wir dann genauer hinschauen und sagen, wir glauben, dass, ähnlich wie das auch die Fernsehsender machen, du brauchst einen lokalen Fuß, du brauchst einen lokalen Anker, weil sonst bist du einfach ein amerikanischer Streamer. Und ich glaube, um dann sozusagen, so wie man es im Fernsehen auch, sag ich mal, aus einem Abspielsender hin zu einem, sag ich mal, Vollprogrammer wird, geht es darum, den Zeitgeist, den lokalen Fuß auch zu verstehen. Und dementsprechend, wir sind sehr glücklich, dass wir im Moment mit diesem Programm immer wieder Zeitgeist treffen. Das ist ja immer ein bisschen auch Marktgegebenheit, auch Glück, wenn du 2 Jahre vorher anfängst, deine Stoffe auszusuchen, dass das dann auch noch passt. Und gerade wenn man sich hier die aktuelle politische Situation auch anguckt, sind das natürlich Themen, die absolut gepasst haben. Deswegen nimmt man auch IPs, das kann die Silvia ja bestätigen, wie jetzt 3 Ausrufezeichen, wo man sagt, das sind wirklich longtailige Themen. Und wir kennen ja alle den deutschen Markt am besten und das ist wirklich das Tolle bei Disney, dass wir versuchen, da komplementär ranzugehen. Das heißt, wir haben die großen Brands, wir haben große Filme, die bringen uns immer wieder neue Leute. Dann haben wir Leute, die fallen dann in Simpsons rein, also wer die 34 Staffeln Simpsons, also gerade die 34. gestartet, noch nicht bei ProSieben geschaut hat, wir haben sie alle, genauso Grey's Anatomy etc. Also das heißt, wir haben eine Library und dann ist es aber wichtig, Akzente zu setzen.
Und diese lokalen Akzente werden extrem gut angenommen, auch honoriert. Und wir sehen ja auch quasi in Conversion, das heißt auch in Werbemitteln, worauf reagieren die Leute. Und das hat ganz oft was mit lokalem Content zu tun. Und deswegen ist es für uns eine absolute Strategie in Gesamt, also auf der ganzen Welt, aber auch in Europa nochmal, diese Strategie weiter fortzuführen. Zum Beispiel auch, wenn wir gucken, was war erfolgreich auch innerhalb Europa. Wir haben in Italien ganz tolle Produktionen gehabt. Wir haben in Spanien ein Interview mit dem Papst gemacht. Also auch nur mal zu zeigen, das sind Formate, die sind nicht nur für Spanien dann relevant, sondern die travel durch die ganze Welt. Und der Papst wurde mit Fragen konfrontiert. Ich glaube, die hätten wir so sonst nie stellen können. Und wer das noch nicht gesehen hat, auch das ist ein Format, wo ich sage, das kann auch nur Disney. Und Hauptthema für uns ist aber dabei trotzdem das Qualitätsversprechen, was wir als Disney geben, das muss sitzen. Und das ist, glaube ich, so die große Herausforderung, dass wir sagen, wir werden immer an der Disney-Qualität gemessen, wir müssen immer Disney-Qualität liefern. Solange wir das Versprechen erfüllen, wird diese lokale Relevanz total positiv angenommen. Magst du uns eine Prozentzahl sagen, wie viel Prozent der deutschen Nutzung von Disney Plus entfallen auf deutsche Originals? Also um dir absolute Zahlen zu ersparen. Wir sind sowohl bei Prozentzahlen als auch bei absoluten Zahlen sehr schüchtern. Ach, schade. Das ist ja, aber wie gesagt, wir kommen ja mit einem Werbetier, dann wird man ja mehr sehen können in Zukunft. Frau Rothblum, wie blicken Sie auf dieses Austarieren zwischen US-Inhalten und lokalen Inhalten bei deutschen Plattformen? Sie haben da das alte Herz in Ihrer Brust, war möglichst viel US-Inhalte nach Deutschland reinzuverkaufen. Jetzt schlägt Ihr Herz logischerweise für lokale Inhalte, die Ziegler-Film produziert. Wie sehen Sie das Austarieren da im Moment? Das ist eine gute und sehr schwierige Frage. Und wenn ich mich so auf der Bühne umschaue, ist es für mich auch eine ganz neue Erfahrung, nach 20 Jahren Warner Brothers, amerikanisches Produkt und nur amerikanisches Produkt. Und jetzt, als ich hier als eine Dame auf der Bühne mit Migrationshintergrund aus Uruguay, hier ein mittelständisches deutsches Unternehmen zu vertreten. Also ich glaube, dass deutsche Produktionen, die müssen halt sehr, sehr gut sein. Und da war ein Interview von Philipp Pratt auf DWDL gestern, glaube ich, wo er gesagt hat, die Konkurrenz ist das amerikanische Programm, wie du auch selber gesagt hast. Und das ist natürlich sehr schwierig, weil wenn man die Charts sieht, die Top 10 sind immer noch amerikanisches Programm. Und da durchzubrechen, ist eine große Herausforderung. Und wie gesagt, es wird spannend sein, es gibt ein paar Serien, die da wirklich es schaffen. Und über die Situation jetzt in den USA mit den ganzen Streiks, die es gibt. Also 24 wird es viel weniger amerikanisches Produkt geben, einfach, das wissen wir. Und da wird es interessant sein, wie das internationale Produkt da durchbricht. Es wird mehr Sichtbarkeit geben, es wird weniger Auswahl geben und da, glaube ich, wird es für alle interessant sein, wie das dann wirklich aussieht. Aber ich glaube, ein Mix, ich meine, die Herausforderung, es gibt zu viel Auswahl generell. Und ich bin ja ein unglaublicher Konsument, also ich schaue Stunden. Und es ist auch schwer da in diesem, wie man auf Englisch sagt, Clutter, was ist der deutsche Ausdruck? Schwierig. Ja. Da Sumpf. Wirklich was zu finden. Sumpf. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung für uns als Produzenten und natürlich für unsere Partner, die Plattformen und die Sender. Inga, bei RTL und auch bei RTL Plus sind jetzt amerikanische Inhalte schon länger nicht mehr so dominant. Das heißt, die IP-Frage stellt sich ein bisschen mit einer anderen Perspektive. Würdest du trotzdem das für euch unterstützen, dass diese Orientierung auf IPs, auf klare Programmmarken also in Zukunft eher noch wichtiger wird als bisher? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, IP, so wie Silvia das gesagt hat, ist das Thema. Also ich glaube, ganz grundsätzlich haben wir bei RTL festgestellt, dass wir auch wieder zu dem stehen müssen, was wir sind und wer wir sind und uns irgendwie so auch ein bisschen zurückbesinnen auf unsere DNA. Es gab ja irgendwie eine Zeit lang so die Versuche, unser Image ein bisschen aufzupolieren und braver daherzukommen, als wir sind. Die sind Herrn Bohlen zu verabschieden, kurzfristig. Ja, das war Quatsch. Das korrigieren wir gerade, weil wir festgestellt haben, dass jeglicher Versuch,
also die, die uns nicht mögen, haben es eh nicht mitbekommen, weil die mögen uns nicht. Und die, die uns mögen, haben sich gedacht, was ist mit euch los? RTL ist nicht mehr RTL. So, das heißt, da machen wir einen Haken dran. Und was wir sehen, ist tatsächlich, dass wir dann am stärksten sind, wenn wir mit unseren eigenen Marken glänzen. Und da gibt es einfach sehr viele Leute, die hart dafür arbeiten, dass Programme wie Ich bin ein Star, holt mich heraus oder Let's Dance oder auch Deutschland sucht den Superstar gut laufen. Und die haben dieses Jahr uns einen super Boost ins Jahr beschert. Alle haben aufgebaut. Und das läuft super. Auch, also hier, ich kann nachvollziehen, warum ihr auf Soaps geht im Vorabend, denn auch unsere drei Soaps, GZSZ, AWZ unter uns, laufen einfach wie eine ganz, ganz stabile Bank. Nicht nur linear, sondern auch im Streaming. Und das ist tatsächlich auch das, was alle Menschen dann immer wieder so faszinierend finden, weil es halt bei RTL gut läuft, aber es läuft halt bei RTL Plus auch wahnsinnig gut. Und das haben wir diesen Marken zu verdanken. Also unserer eigenen IP, für die Menschen zu RTL Plus kommen, um es dann im Catch-up zu sehen, weil sie es verpasst haben, aber sich dafür sogar ein Abo holen. Also es gibt Menschen, die holen sich für GZSZ ein Abo, weil sie ihre Folgen und ihre Lieblingsserie eine Woche im Voraus sehen wollen. Und das ist super. Was wir auch festgestellt haben, also es ist nicht überall Licht, ist, und das ist vielleicht so ein Learning für mich in dem Jahr, wie wahnsinnig schwer es ist, neue Marken zu etablieren. Ja, also dass du einfach eine riesen Power brauchst, um irgendwie da draußen in den Köpfen zu erzählen, hey, wir haben was Neues. Also wir haben die Verräter gekauft, ja, das ist in über 20 Märkten verkauft, überall ein Hit. Wir haben gesagt, hey, komm, das machen wir auch. Haben eine fette Kampagne dahinter gesteckt und trotzdem, die Zahlen sind gut. Und Thomas Lückerath, ja, wir sind im Gespräch zu einer zweiten Staffel. aber trotzdem, also ich meine, mehr wäre besser gewesen, aber man merkt einfach, es ist schwer. Ja? Also wenn du dann halt irgendwie erstmal erklären musst, hey, neues Format, hey, Spielregeln gar nicht so einfach, eher ungewöhnlich für RTL, dann braucht man da eine Riesenkraft. Ja? Und das ist tatsächlich eine Challenge. Und umso lustiger ist es dann auch, apropos Rückgrat, das schaut ihr alle nicht, ist egal, aber wir haben einen Top-Nachmittag. Und da muss man dazu sagen, Frank Hoffmann ist ja einer von meinen Vorgängern. Irgendwann hatte der keinen Bock mehr auf Scripted Reality und hat gesagt, nee, das Buch der Werbemarkt nicht, die wollen das nicht, wir brauchen was Neues. Seit 2017 haben wir 70 Daytime-Piloten gemacht. Das Team ist verzweifelt. 45 davon haben wir ausgestrahlt. Und jetzt sind wir zurück bei den Gerichtsshows. Und Scripted läuft auch wieder im Programm. Also ich weiß nicht, was es ist, aber ich glaube schon, dass die Macht der Gewohnheit oder die Macht des Bekannten oder etwas zu sehen, was man kennt, was man mag, woran man sich gewöhnt hat, das hat einen Stellenwert in Deutschland. Hendrik, was Inga gerade gesagt hat, gilt für euch vermutlich dann nochmal umso stärker, weil die Schwäche insbesondere von Sat.1 vermutlich sehr stark daran liegt, dass es an IPs fehlt, oder? Ach, nee. Ich glaube, dass wir in einem... Lieber Herr Papst, bitte etwas lauter sprechen. Danke. Lauter soll ich sprechen? Ja. Okay. Ja. Dann vielleicht so. Ja. Ich glaube, dass wir einen gesunden Genre-Mix, und mit Genre-Mix meine ich auch den Mix zwischen Lizenz und Lokal auf unserer Sendergruppe haben. Ja, das haben wir über die letzten 4 Jahre konsequent Richtung mehr Lokal und damit Richtung mehr IP gedreht. Und trotzdem sehen wir, dass der Zuschauer auch weiterhin Appetit hat auf sehr gutes Produkt aus den USA. Und wir haben da gesunde Partnerschaften und diese Partnerschaften helfen uns auch, das, was ich eingangs angesprochen habe, Leute in unserem Ökosystem zu halten, Leute in unseren A-Bot-Bereich zu schicken, Leute im S-Bot-Bereich glücklich zu machen und linear glücklich zu machen. Hätten wir gerne mehr langlaufende Top-Formate? Ja. Hat sich der Markt in den letzten Jahren international nicht gezeigt mit einer Vielzahl an Top-Formaten? Das ist leider auch die Wahrheit. Versuchen wir stetig und ständig neue Dinge aus? Das tun wir. Sobald wir Programme finden, die langlaufende Marken werden können, etablieren wir sie entsprechend. Ja? Wir sind, glaube ich, in der 10. Staffel von The Taste. The Taste ist gestern angelaufen und läuft in der für uns, vorhin und eingangs erwähnten, sehr wichtigen Zielgruppe der Frauen 40 bis 64 sehr, sehr gut. Ja, und das ist, sobald wir diese Marken haben, setzen wir sie und etablieren wir sie. Aber wie wir alle wissen, ne, Deutschland ist jetzt auch leider bis jetzt nicht der Markt, wo große Ideen entstanden sind, die international traveln. Ja, da gibt es wenige Ausnahmen, ehrlicherweise.
Und von daher, ProSiebenSat.1 ist offen für alle Produzenten, alle Ideen. Kannst du sagen, also wenn du sagst, Sat.1, Frauen 40 bis 65, welche Genres insbesondere über die Landarztpraxis hinaus schaut ihr euch Richtung nächstes Jahr verstärkt an? Ich glaube, wir haben den Quiz gut etabliert mit dem 1%-Quiz. Da werden wir nachlegen. Da kommen auch Dinge aus der Partnerschaft, die wir mit John de Mol zusammen haben, über die wir auch sehr glücklich sind, weil wir da eine Kreativschmiede gefunden haben, mit der wir zusammen Dinge etablieren können, mit der wir zusammen Dinge ausbauen. Also Quiz ist ein großes Thema für uns. Der ganze Food-Kosmos ist ein großes Thema für uns. Der Thema echtes Leben, das Leben, ist ein großes Thema für uns. Und ansonsten werden wir weiterhin in den Bereichen Reality punkten, was wir tun mit Hochzeit auf den ersten Blick. Alles rund um diese Genres werden wir weiter ausbauen. Mhm. Bitte. Ich wollte was sagen, wenn du Hilfe brauchst, was Frauen von 40 bis 64 schauen wollen. Sie sind nie im Paarfenster. Kann ich dir gerne helfen dabei? Liebe Silvia, sehr gerne. Ja, ihr könnt euch ja vielleicht hinterher nochmal bilateral verständigen. Vorher frage ich Katharina, du hast es eingangs, als du eure internationale Zusammenarbeitsstrategie formuliert hast, auf die Tech-Seite bezogen, auf ein paar andere Fragen und Content explizit ausgenommen, lokalen Content. Trotzdem ist ja, und wir haben gerade drüber gesprochen, der internationale Formataustausch auch etwas Interessantes, das, was in einem Land funktioniert, in ein anderes zu bringen. Ihr macht das zum Beispiel sehr erfolgreich ja im Filmmarkt mit sowas wie vor ein paar Jahren Perfect Strangers, meist adaptierter italienischer Film aller Zeiten, den Buradaktikin hier in Deutschland adaptiert hat mit Perfektes Geheimnis. Warum ist das nicht stärker im Fokus auch für die TV-Seite zu gucken, welche Formate man zwischen Italien, Spanien, Deutschland austauschen kann? Also ich kann nur sagen, für Media4Europe ist ganz klar und auch aus meiner Erfahrung sozusagen der Vergangenheit, Content ist lokal. Es ist ganz wichtig, dass Hendrik hier in Deutschland entscheidet, was er weiß am besten, was will das deutsche Publikum, schwer genug, sozusagen die richtigen Formate, das richtige Programm zu finden. In Italien ist es ganz anders wiederum, da laufen auch andere Shows besser. Das ist total interessant, das zu vergleichen. Ich habe ja auch lange Osteuropa gemacht, das ist so unterschiedlich. Das ist ganz wichtig, dass die Programmautonomie immer lokal in den Märkten bleibt, Punkt. Mhm. Das ist eigentlich die Antwort auf die Frage, würde ich sagen. Ja, also die, wenn man vielleicht nochmal zurück zum Thema kommt, Erlöse unter Druck, das ist ja so. Also es wird ja auch insgesamt weniger produziert, die Produktion ist teurer. Man muss sich mehr überlegen, genau wie man den Euro ausgibt. Und wir sind alle unter Druck. Und vielleicht nochmal zu dem Thema zu kommen, was ich vorhin gesagt habe. Und für uns liegt eine Chance in der alleine, wenn man sich überlegt, in jedem Land in Europa gibt es eine andere Werbemessung, andere Reichweitenmessung, andere KPIs. Also wenn man da zum Beispiel das ist ein dickes Brett, was man bohren muss, aber wenn man da vielleicht mit einem einheitlichen System, mit einem einfacheren System, wenn ich in jedem Land, hier ist die AGF, in Italien ist Auditel, jeder hat andere Messsysteme, das können wir uns mittelfristig nicht mehr leisten. Also da ist Potenzial da und das große Potenzial da, damit man dann wiederum die Investitionen, die man dann tätigen kann, in den Content, und zwar in den lokalen Content stecken kann. Mhm. Und da ist die große Chance. Mhm. Andreas, YouTube hat vor wenigen Jahren auch im Zuge des großen Content- und Streaming-Booms stark investiert in Original-Content, Premium-Content. Da seid ihr inzwischen wieder ausgestiegen. Heißt das, dass diese Ambitionen, selbst Inhalte zu schaffen, passé sind und ihr rein jetzt Plattform für die Inhalte anderer seid? Das ist richtig. Wir hatten tatsächlich vor, wie lange ist es her, 5, 6, 7 Jahren, mal ein Projekt, das hieß so YouTube Originals. Das waren tatsächlich von YouTube vorfinanzierte Produktionen, die dazu gedacht waren, unser Premium-Produkt YouTube Premium nach vorne zu bringen. Aber die Strategie von YouTube Premium hat sich verändert. Das ist kein Produkt, wo man für den Zugang von Inhalten zahlt, sondern in erster Linie für ein werbefreies YouTube mit der Möglichkeit zu downloaden und noch einer Musik-App dazu. Wenn man so möchte, es ist so ein bisschen wie Spotify und gleichzeitig YouTube werbefrei. Das ist die Value Proposition. Da passte das nicht rein.
Das heißt aber vielleicht, um auf den Kontext lokalen Content zurückzukommen, dass lokaler Content nicht relevant ist. Ganz im Gegenteil. In Deutschland, wenn ich mich richtig erinnere, besteht 50% der Sehzeit von YouTube in Deutschland aus Content, der von deutschen Uploadern hochgeladen wurde. Ja, das ist deshalb ganz spannend, weil YouTube ist eine Plattform, wo alle Inhalte der Welt auf YouTube verfügbar sind, und zwar rein nach dem Gusto des Publikums. Es gibt keinen Programmredakteur, sondern man kann sehen, was man will. Und trotzdem ist YouTube ein sehr, sehr lokaler Service, weil lokale Inhalte zählen. Wir veröffentlichen einmal im Jahr die Liste der meistgesehenen Videos in Deutschland, und 9 der 10 meistgesehenen Videos im letzten Jahr waren von deutschen Creators. Interessanterweise sogar 8 der 10 meistgesehenen Musikvideos waren von deutschen Musikkünstlern, natürlich Deutschrap und diese anderen Geschichten. Ja. Und weshalb ist das so wichtig aus unserer Plattformsicht ist, weil es halt nicht nur um den Inhalt geht, ja, sondern weil es auch um den Zuschauer geht, um die Verbindung zwischen Inhalt und Zuschauer. Jeder Creator auf YouTube ist eine Marke. Ja, jeder Creator hat genau die Probleme wie eine Sendermarke oder eine Programmmarke. Muss ich nämlich durchsetzen gegenüber Inhalten von 500 Stunden pro Minute. Von daher muss man diese ganzen Strategien, Markenetablierung, wie verbinde ich mich mit dem Publikum, wie bediene ich eine Community, beherrschen. Und das funktioniert natürlich insbesondere, wenn man lokaler Creator ist und sein Publikum kennt und auch weiß, wie man eine Community bedient. Wenn ich mir anschaue, was ihr an neueren Angeboten hinzuaddiert habt, also sowas wie Primetime, dass ihr Fast Channels macht, dass ihr immer mehr sozusagen zu einer TV-Plattform werdet, mit YouTube TV in den USA natürlich auch. Ist das die Ambition langfristig, stärker eben Longform-Anbieter zu werden, wie viele andere TV-Plattformen auch? Die Ambition ist eher, eine Plattform für alle Inhalte und alle Formate zu werden. Das ist die eigentliche Ambition. Man darf nicht vergessen, YouTube hat angefangen, wir haben angefangen, 2005. Und das erste Video, was auf YouTube hochgeladen wurde, war ein 19-sekündiges Video. Also ursprünglich war YouTube tatsächlich mal eine Shortform-Plattform. Ich kann mich erinnern, ich war mal irgendwie in Cannes auf einem Filmfestival, da stand Justin Bieber auf der Bühne und sagte, alles über 2 Minuten sei für ihn Longform. Das war 2012, glaube ich. Das war sehr mutig. Was aber dann passiert ist, ist, dass durch die bessere Produktionsqualität, jeder hat eine Webcam und dann wurden immer bessere Videos in höherer Produktionsqualität und höherer Länge produziert wurden. Das ist tatsächlich eigentlich, wenn man die Gegenseite im Social Media fragt, YouTube als Longform-Plattform wahrgenommen wird und wir extra mit Shorts ein Produkt gelauncht haben, um auch stärker wieder in den Shortform-Bereich zu gehen. Aber das eigentlich Interessante ist aus einer Nutzersicht nicht, was ich sehen möchte, sind eigentlich Inhalte in allen Formaten. Ich gucke mir keine halbstündige Serie an, wenn ich im Bus sitze, aber ich gucke mir kurze Videos an. Wenn ich allerdings YouTube auf dem Fernseher konsumiere, interessiert mich natürlich lange Inhalte. Live ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben auch ganz viele tolle Partnerschaften, genauso gut Podcast. Also sehen, hören, wenn das Video gerade nicht sichtbar ist. Deswegen verfolgen wir eine Multiformat-Strategie. Und Primetime-Channels ist ein Teil davon, weil wir wissen, dass es tolle Inhalte gibt, die halt nur hinter einer Bezahlschranke verfügbar sind. Ja, Premium-Sportinhalte, Premium-Sendeinhalte und so weiter. Und deswegen haben wir ein Modell angeboten, wo wir speziell auch den traditionellen Medieninhaltenanbietern die Möglichkeit geben, Inhalte hinter einer Paywall anzubieten, mit einem Subscription-Business-Modell dahinter, was für unsere Nutzer interessant ist, aber auch für die Anbieter interessant ist. Weshalb ist das für die Anbieter interessant? Weil es für diese ganzen Programme riesige Fan-Communities auf YouTube schon gibt. Ja, es gibt praktisch zu jedem Disney-Programm gibt es eine Fan-Community, es gibt für die Bundesliga-Fan-Communities und die Inhalteanbieter auf einmal die Chance haben, diese Fan-Communities auf der Plattform in zahlende Subscriber zu konvertieren. Mhm. Oinki, was Katharina eben schon angedeutet hat, es wird weniger produziert im Moment, weil man auf den Erlösdruck in Kombination mit Inflation, Kostensteigerung eben entsprechend reagieren muss und das einzelne Produkt, der einzelne Film, die einzelne Serie eben deutlich mehr kostet als bisher. Wie reagiert ihr im lokalen Markt darauf? Verändert ihr beispielsweise in den kommenden Jahren die Frequenz, mit der ihr Originals produzieren lässt? Also ich würde vielleicht ein bisschen weiter ausholen, dann komme ich zu deiner Frage, weil tatsächlich dieses Erlös-Thema ist auch also abhängig von welche Windows oder Fenster gibt man dem Content. Und ich glaube, was in vielerlei Hinsicht, und deswegen ist es so wichtig, wenn man viele Plattformen hat, und das wird häufig vergessen, also nehmen wir mal einen Film wie Avatar 2, wir haben lange auf ihn gewartet, jetzt war er da, dann gehen dann 12 Millionen Menschen ins Kino. Trotzdem gibt es ganz viele, die sich den als digitalen Download runterladen.
für eine, und für die ist es wichtig, den früher zu schauen als andere, zahlen dafür auch ein Premium. Dann kommt der auf Disney Plus, ist quasi im Abo mit integriert. Auch da hat er wieder, sag ich mal, seinen Live-Zyklus, bis er dann in Free-TV oder in andere Verwertungsketten geht. Das heißt, wenn man die Wertschöpfungskette mal nur an diesem Beispiel entlangläuft, dann hat man natürlich ein Erlösmodell, was quer durch die Welt, durch alle Ketten geht und auch dann dem User gerecht wird. Und ich weiß noch, wir saßen hier teilweise vor 10 Jahren und haben über plattformagnostisch und so weiter gesprochen. Das heißt ja eigentlich nur vereinfacht gesagt, dem User das, den Content dann zu bieten, wenn er ihn möchte und da, wo er ihn möchte. Und ich glaube auch zu deiner Frage, machen wir Content auf YouTube, ja oder nein? Am Schluss ist es eine Frage des Nutzerverhaltens und auch wann bietet man wem was an? Und dann kann man quasi auch den Content entsprechend monetarisieren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mir schon wichtig ist in dieser Diskussion, dass wir darauf nochmal zurückkommen. Aber für eine Disney Plus Original Serie fallen ja schon mal die ersten 2 dieser Fenster weg. Ja, also nicht unbedingt 2. Also den Kino, das Kino und fällt weg. Premium Download. Aber da würde ich auch sagen, sag niemals nie, who knows. Mhm. Und bei, ich sag mal auch digitalen Download, warum nicht? Mhm. Also ich glaube, da der Unterschied ist wirklich, wenn einem die Rechte gehören, diese Auswertung zu fahren. Und ich glaube, da sind wir in der sehr, sehr komfortablen Lage, dass wir eben alle Erlösfenster bedienen können. Und Silvia hat das ja früher für Corona auch sehr... Sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut. Tut weh? Ja, sehr gut gemacht. dementsprechend, und wir haben ja auch eine gute Partnerschaft. Also ich will nur sagen, es ist tatsächlich ein Thema, wo ich sage, auch da, deswegen habe ich vorhin auch bewusst gesagt, dann sind vielleicht Co-Produktionen ein Thema. Man muss dann auch gemeinsam mal eben über Erlösmodelle nachdenken. Und das ist nicht nur Erlös auf der einen Seite, aber auch gemeinsam, wie macht man, zu deinem Wort, wir haben gerade überlegt, was Klatter auf Deutsch ist, Schrotflinte, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, wenn man den Content groß machen will oder auch gehört, also sehen, dass die Zuschauer den auch wirklich wahrnehmen und sehen. Und ihr habt eine Riesenkampagne gefahren zum Beispiel. Wir fahren alle große Kampagnen. Dann ist es vielleicht auch mal gut zu dem Thema, das ich ganz am Anfang gesagt habe, Partnerschaft und Allianzen, gemeinsam ein Thema groß zu machen. Und zwar über verschiedene Plattformen, weil man einfach andere Zuschauer erreicht. Aber ein bisschen konkreter hätte ich das gerne noch. Also wenn ich jetzt beispielsweise deutscher Produzent bin und eine gute Serienidee für euch habe, dann kann ich kommen und künftig sagen, also ich möchte euch nur die Rechte für den deutschen Sprachraum geben und den Rest behalte ich selbst und verkaufe es in Frankreich, Italien an Netflix. Also ich glaube, es gibt da ja unterschiedliche Modelle, die schon gelernt sind. Also es ist ja wirklich nichts Neues tatsächlich. Also zum Beispiel bisher möchten die meisten Streaming-Plattformen schon alle Rechte für alle Zeiten und das ganze Universum. Ja, aber das ist tatsächlich was, wo wir auch alle, glaube ich, alle Streamer eine Lernkurve machen, ohne zu öffnen. Und das ist vielleicht zu deiner Frage konkret gesagt, wenn jetzt was Spannendes am Markt wäre und jemand sagt, das wäre das super für ProSieben, nur weil du jetzt neben mir sitzt, und Disney Plus, dann sind wir durchaus bereit, da zusammen drüber zu sprechen. Genauso aber auch mit allen anderen Partnern, die eben draußen sind. Also YouTube fällt raus, habe ich gehört. Aber warum? Das hatten wir schon mal besprochen. Na, du wolltest ja kein Geld mehr für lokale Produktion ausgeben. Aber als Distributionsplattform... Aber kannst die Inhalte trotzdem einstellen. Und dann nochmal zu dem Thema auch, und ich glaube, da reden wir ja ganz offen, ich glaube, das war auch ein großes Thema jetzt in Cannes, eben zu sagen, lasst uns doch da öffnen und gemeinsam drüber nachdenken, was gibt es da für Möglichkeiten. Es wird immer Themen geben, die wollen wir alleine machen, die wollen wir spezifisch machen. Mhm. Auch da sicherlich die Markenbildung etc. ganz wichtig. Aber bei anderen Themen, wie gesagt, egal ob das eine geografische Unterscheidung ist oder eine Zusammenarbeit über verschiedene Plattformen. Und nochmal, ich glaube, wir müssen uns wieder daran erinnern, dass der Konsument im Zentrum steht. Mhm. Und den Konsumenten wirklich von allen Seiten abholen. Henrik, du bist schon begeistert, ob das Kooperationsangebot... Ich bin gar nicht begeistert, aber ich glaube, das ist einfach logisch. Ja? In einem Markt, wo Produktionen zu teuer sind, und das will ich auch nochmal hinterlegen, wir müssen uns im Ökosystem Inhalte in Deutschland dringend darüber unterhalten, ob das, was wir an Aufwand haben, zu dem, was wir rausbekommen, noch funktioniert. Und das können wir nicht alleine machen als Plattform oder als Sender, das können wir nur zusammen machen mit den Inhaltelieferanten. Und dann müssen wir in ein gesundes System kommen. Ja, es gibt wenig Erklärungen dafür, warum ein Produkt in einem Land wie Holland fast genauso aussieht wie in Deutschland, aber ein Drittel kostet. Da müssen wir uns einfach drüber unterhalten. Ja. Was ist der Grund dafür? Der zweite Punkt, den Oinki richtig gesagt hat, es ist eine höhere Flexibilität vorhanden bei uns allen, um gemeinsam Marken zu bauen.
Das war vor 3-4 Jahren nicht möglich, weil wir vor 3-4 Jahren viel zu lange Fenster bei uns behalten haben und gesagt haben, ich habe 12 Monate, na gut, ich habe einen guten Tag, sind 9 Monate, die ich das vorher bei mir habe und dann komme ich zu dir. Das wird nicht funktionieren. Wenn wir gemeinsam Content finanzieren wollen, dann werden wir kürzere Fenster finden müssen, um gemeinsam auch Marketing für die Contents zu geben, um ihnen die Sichtbarkeit zu ermöglichen. Aber auch da nochmal die Nachfrage, wie kann das praktisch, wie kann das konkret aussehen? Also gerade wenn ihr sagt, die Zukunft liegt in erster Linie bei Join, dann ist es ja relativ schwierig zwischen Join und Disney Plus. Nein, widersprechen möchte ich dir erstmal nicht. Ich kann dir nur berichten, dass wir aber sehr gesunde Gespräche geführt haben. Das kann so aussehen, dass ein internationaler Streamer ein erstes Fenster nimmt. Dieses Fenster hat eine Laufzeit, machen wir einen Monat. Dann geht das Ganze ins Free-TV. Danach geht das Ganze zu uns auf Join, läuft parallel weiter auf dem Streamer, der es mitfinanziert hat. Ich glaube, diese Flexibilität müssen wir miteinander haben. Und an der Stelle sprechen wir nicht nur über Scripted-Programme, sondern wir sprechen auch ganz klar über Non-Scripted-Programme. Weil Non-Scripted-Programme können wir uns auch Fenster teilen. Und um nochmal Richtung Oinki zu gucken, es wird natürlich auch bei ProSiebenSat.1 weiter Produkte geben, die wir in unserem Ökosystem alleine behalten. Aber wir sind ganz offen dafür und werden es weiter verfolgen, mit Streamern zusammen Produkte umzusetzen. Um jetzt die zarte Romanze, die sich hier bildet, etwas aufzubrechen. Wie sieht es bei RTL und RTL Plus aus? Habt ihr da die gleiche Offenheit, die gerade beschrieben wurde, oder setzt ihr mehr auf Exklusivität? Ich glaube, Exklusivität ist nicht die Kraft, sondern der Brand und die Marke ist die Kraft. Ja? Und ich glaube, dass es tatsächlich Möglichkeiten gibt und dann kommt es immer darauf an, mit wem hat man die Partnerschaft. Weil manches ist einfach so komplementär, dass es wurscht ist. Ich glaube, dass die Marke dann selber beide glücklich machen kann, weil du nicht überall Überschneidungen hast, auch bei Streaming-Plattformen. Nicht alle haben dasselbe Abo. Es gibt bestimmtes Klientel für die Marke, anderes für das. Und deswegen, wenn ein Content da geshared wird, eben mit Auswertungsfenstern und so weiter, hätten wir überhaupt kein Problem. Und das sind Modelle, über die wir sprechen. Auch da, das Geld ist knapp und man muss es sinnvoll investieren. Das ist auf jeden Fall denkbar. Ich glaube, ganz generell ist wichtig zu sagen, gerade in schwierigen Zeiten, dass wir weiterhin sehr viel Geld ausgeben. Also RTL Deutschland investiert über 1 Milliarde in Content jedes Jahr. Und Spoiler, das wird nicht weniger nächstes Jahr. Also auch wir müssen sparen, aber wir versuchen, und da schmeißt sich Stefan Schmidt ja immer wie so ein Löwe vor irgendwie Einflussnahme. Wir versuchen als allerletztes beim Content zu sparen, weil wir wissen, dass das die Kraft ist. Ich glaube, man muss es nur clever machen, also Content is King, aber Kontext ist King Kong. Ich glaube, man muss wissen, wo man sein Geld ausgibt, für wen, wo, welche Zielgruppe unterwegs ist. Und ich glaube aber total, dass vieles nebeneinander geht. Also wir sehen eben zum Beispiel an so einem Phänomen wie dem Sommerhaus der Stars, das läuft linear total gut. Und bei RTL Plus bricht es gerade alle Rekorde. Ja, also das ist schon so, dass man sagt, okay, wir haben bei RTL, haben wir ein lineares Publikum, die sind da immer noch da, die haben Bock, abends den Fernseher einzuschalten und schauen diesen starken Brand dort. Und dann gibt es ganz viele Leute bei RTL Plus, wir haben über 2 Millionen Abrufe pro Folge, was der komplette Irrsinn ist. Also es ist wirklich viel und ich weiß auch in Relation, dass sowas sehr viel ist im Streaming. Und von daher sehe ich ja, das funktioniert. Ja, also das heißt, es funktioniert sogar bei uns im Haus, also funktioniert es auch außerhalb. Also von daher haben wir da überhaupt keine Scheuklappen. Genau, ich glaube, man muss nur eben wissen, wohin. Und ganz wichtig ist, und das ist Klaus Grevenick hier an meiner Seite, vielleicht auch da nochmal ganz wichtig zu sagen, draußen ist viel los, viel Schlechtes, ja, geopolitische Krisen, Kriege, die bedrohlich sind, die furchtbar sind. Es gibt aber auch ganz viele Themen in Deutschland, die schwierig sind, ob das jetzt Inflation ist oder noch immer irgendwelche Covid-Nachläufer oder Heizgesetze und so weiter und so fort. Ja, Stopp am Wohnungsbaumarkt, viele schwierige Themen. Und in diesen vielen schwierigen Themen brauchen wir in der Unterhaltung, in den Medien, in den Inhalten Unterstützung, aber auf gar keinen Fall irgendwie Beschränkungen und Einflussnahme. Deswegen auch hier, weil es wird uns alle treffen, deswegen sagt immer, wir sind dagegen. Das Kinderlebensmittel-Werbegesetz wollen wir nicht. Wir wollen es alle nicht, weil es wird uns treffen. Und es ist sehr, 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 sehr schwer für jeden, der privatwirtschaftlich unterwegs ist in diesen Zeiten. Das heißt, wir müssen wirklich alles dafür tun, für alle wir gemeinsam, dass sich das nicht durchsetzt, weil es einfach wirklich ein ganz sinnloser Gesetzesentwurf ist. In Teilen der Ampelkoalition, bitte weg damit. Auch Investitionsvorgabengesetze, auch ganz, ganz schwierig. Also
wir machen das, wir sträuben uns nicht dagegen, weil wir irgendwie sperrig sind, sondern weil es wirklich einen ganz großen Einfluss auf unsere Ausgaben hat. Und das wollen wir nicht. Das Plädoyer haben wir gehört. Werberegulierung diskutieren wir auf den Medientagen natürlich auch noch an anderer Stelle ausführlicher. Nochmal eine Nachfrage zur Zahl, weil ich kurz, wenn ich meine mathematischen Grundkenntnisse nicht trüben, die Investitionen zugegeben hoch, 1 Milliarde bleiben konstant, heißt aber dann bei steigenden Kosten, dass im nächsten Jahr weniger produziert wird als in diesem Jahr. Ja, nicht gezwungenermaßen, aber klar, also ich meine, wenn Projekte teurer werden, weil sie teurer werden müssen, weil auch die Inflation auch natürlich unsere Produzenten trifft, dann glaube ich, muss man auch gut überlegen, wie schafft man das? Ne? Also wie schafft man das, vielleicht auf einem konstanten Level zumindest zu bleiben oder im Zweifelsfall, ich weiß es nicht, weniger Folgen von einem Brand zu machen, aber so die Kosten zu halten. Aber klar, es trifft uns. Also wir sind im Gespräch. Wir arbeiten ja auch alle zusammen. Auch, Content-Kosten sind ja eine Zusammensetzung, ist ja nicht alles nur lokaler Content, sondern eben eine Zusammensetzung auch aus Einkäufen. Wie gesagt, auch da sind wir ja partnerschaftlich immer wieder unterwegs zu schauen, wie können wir da die Kataloge gegenseitig aufstocken, verteilen etc. Und dann kann man natürlich in dem Mix, in dem Gesamtmix, wieder auf den eigenen Produktionen ausgeben. Also das sind Themen, die wir sicherlich auch zusammen angehen. Jetzt eröffnet ihr euch in Kürze einen neuen Erlösstrom. Ab 1. November, glaube ich, kann man dann auch in Deutschland bei Disney Plus, wie schon in anderen Märkten, Werbung buchen und entsprechend ein günstigeres Abo als Nutzer bekommen. Ist nicht die beste Zeit, um in den Werbemarkt zu gehen, oder? Doch, doch absolut. Also vielleicht mal da auch, wir haben ja über ganz viel gesprochen, wir haben jetzt gerade, und ich finde die Frage gut, ich will dir auch nicht widersprechen, aber es ist tatsächlich vielleicht die spannendste Zeit, in den Werbemarkt zu gehen für uns, weil wir sehr erfolgreich in den letzten 3,5 Jahren Disney Plus aufgebaut haben. Wir sind gigantisch gewachsen, stehen jetzt eben aber an dem Punkt, dass wir sagen, okay, wenn wir jetzt noch weiter öffnen wollen, müssen wir einfach und auch eben zu den ganzen Themen, die gerade los sind, ein Angebot anbieten, auch an mehr Leute zu einem günstigeren Preis. Und wir merken aber, dass gerade jetzt, gerade im Streaming-Bereich, die Bereitschaft für Werbung deutlich höher geworden ist. Und das sind ganz klare Erkenntnisse, die wir sowohl in den USA haben, als eben auch aus den Studien. Ich glaube, da gab es letztens auch eine Simon-Kucher-Studie, die das nochmal belegt hat. Und dementsprechend, wir geben ja quasi nur mehr Flexibilität. Also die Leute können je nach sozusagen aktueller Lage sich für das Werbeabo entscheiden, für 5,99 oder eben für das, wir haben da noch 2 weitere Abos, das heißt, die unterscheiden sich auch nicht im Content, das ist mir auch nochmal wichtig, sondern nur in Anzahl Streams oder kannst du downloaden oder nicht. Und ich weiß nicht, wie viele von euch Dolby Atmos Geräte zu Hause haben, ich glaube, das ist dann für die Profis. Das heißt, da bieten wir wirklich mehr Flexibilität. Und zu dem Werbethema, wir launchen ja nächste Woche quasi unseren Ad hier und war ja selber in der Vermarktung früher. Das, was die Leute ja oder der Werbemarkt auch da zum Thema braucht, ist ja wirklich immer das Thema Qualität der Umfelder, Brand Safety. Und da können wir natürlich als Disney da ganz, ganz beruhigt reingehen. Ich kann jetzt schon sagen, wir haben sehr, sehr viel Zuspruch aus dem Werbemarkt. Es ist natürlich auch eine spannende Plattform. Und wenn man so mal unser gesamtes Panel sieht, wir sind ja extrem komplementär, so in den Angeboten. Das heißt, du hast gerade sehr viel gesprochen. Im Fernsehen haben wir, du bist jüngere Zielgruppe, hast du gesagt? Sehr, ja. Ja, genau. Wir sind der jüngste Streamer im Markt. Das heißt, auch da bieten wir nochmal eine neue Zielgruppe an, die vielleicht auch im Werbemarkt gerade nachgefragt wird. Und das ist, glaube ich, für uns gerade, also der Zuspruch. Und wir haben gerade 4 Tage Roadshow hinter uns. Das Team ist gerade in Zürich, weil wir auch in der Schweiz launchen. Und da können wir nur sagen, wir sehen da gerade eher das Gegenteil. Henrik, ja, komplementär, aber es ist ein und derselbe Werbemarkt, wo jetzt natürlich immer noch mehr Plattformen ihr Stück vom Kuchen abhaben wollen. Von welchen Szenarien geht ihr aus? Also wann ist mit einer nachhaltigen Gesundung zu rechnen? Also wir gehen von einem leichten Wachstum im nächsten Jahr aus, einem leichten Wachstum gegenüber der Abschwungbasis, die wir am Ende dieses Jahres kennen. Ja, über die, etwas näher. Ne, also. Von daher komme ich wieder zu dem zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Für uns ist entscheidend, die Reichweite auszubauen über alle Plattformen hinweg. Ja. Die lineare Reichweite wird kleiner. Da müssen wir uns nichts vormachen. Das haben wir vielleicht vor Jahren noch geglaubt, dass das stabil bleibt. Dem ist nicht so und von daher ist der Fokus von ProSiebenSat.1 auf Join und auf Join. Mhm.
Die letzte Frage geht, wie die erste an Silvia Rotblum. Das Wort mittelständische Produktionsfirma haben Sie eingangs schon gebraucht. Wir erleben eine unglaubliche Konzentration. Wir haben es besprochen, einen enormen Kostendruck. Wie lange wird es noch möglich sein, ein Produktionshaus auf diesem Niveau eigenständig, unabhängig zu betreiben, ohne sich einem Konzern anzuschließen? Ja, also die erste Frage ist die letzte Frage, für mich auch die schwierigste. Ich glaube, dass es möglich sein wird, aber ich glaube auch, dass es eine Konsolidierung im Markt geben wird. Es gibt zu viele Produktionsfirmen in Deutschland und ich glaube, einerseits ist es toll, diese Diversität und wie viele Menschen in dieser Branche unterwegs sind. Aber ich glaube, wenn man hört, was die Auftraggeber hier sagen und es wird weniger Produktion geben, das wird so sein. Auch, was auch interessant ist, ich habe mit IP begonnen. Ich beende wieder mit IP und Brand. Und ich glaube, dass die Herausforderung durch diese Kooperation sein wird, der Zuschauer, der weiß nicht mehr, auf welcher Plattform oder auf welchem Sender was läuft. Und wenn man so fragt, ich habe diese tolle Serie gesehen, was auf Amazon, was auf Netflix. Also das ist die Herausforderung. Die Chancen sind, die Leute finden das, was sie sehen wollen. Und ich habe heute darüber nachgedacht, ich bin seit 35 Jahren in dieser Branche und ich hoffe auf die nächsten 35 Jahre. Und für die jüngeren Menschen hier im Publikum, auch was die Inga Leschek gesagt hat, was gestern nicht möglich war oder nicht ging oder keiner sehen wollen, wollen heute wieder alle sehen. Also alles dreht sich, alles kommt wieder. Und ja, und vielen Dank für die tolle Moderation. Ich freue mich sehr, danke. Ich werde dir auch nicht widersprechen. Ja, ich bedanke mich bei euch. Ich glaube, wir haben die Herausforderungen ganz gut verstanden, die alle Anbieter einen und ebenso die Strategien, mit denen ihr versucht, denen zu begegnen. Ein ganz herzliches Dankeschön an Katharina Behrens, Andreas Briese, Inga Leschek, Henrik Pabst, Oinki Park und Silvia Rotblum. Vielen Dank und Ihnen noch schöne Medientage.